Nächster Redner, Peter Wittmann von der SPÖ. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Minister, Hohes Haus. Ja, zum Abschluss gibt es nur Folgendes festzuhalten. 1995, 2002, 2008 und heute immer wieder erliegt die SPÖ der Versuchung, einen für sie gut geglaubten Zeitpunkt dazu zu nützen, die Regierung aufzukündigen. Sie sind die einzige Partei, die es in diesen 20 Jahren jeweils immer wieder gemacht haben, Neuwahlanträge zu stellen. Sie sind die einzigen, die permanent irgendwie glauben, ihren machtpolitischen Anspruch vor den Anspruch der Arbeit für diese Republik zu stellen. Und natürlich, ich will ein bisschen auch eingehen auf den Misstrauensantrag Sobotka. Natürlich war der Sobotka einer jener Herren, die ganz einfach alles daran gesetzt haben seit 10 Monaten, dass diese Regierung zerbricht. Zuerst hat man müssen den eigenen Vizekanzler killen, indem man ihn permanent ausrutschen lässt, indem man ihm permanent Zusagen machen lässt, die man nachher nicht eingehalten hat. Man ruiniert den eigenen Mann, das ist ja alles nur intern in der Partei, da ruiniert man sich wenigstens nur selber. Aber das geht schon zu Lasten der Republik. Aber dann lassen Sie es doch in der ÖVP. Jetzt beginnt die Trickserei nach außen. Der Außenminister ruft bei den Neos an, ob sie nicht den Wirtschaftsminister ausbauen könnte. Ich meine, was ist denn das für eine Vorgangsweise? Das ist ja nur mehr Trickserei, nur mehr Trickserei. Ich weiß auch, warum der Landeshauptmann Bröll den Sobotka loswerden wollte, weil er sonst wahrscheinlich in Niederösterreich dasselbe gemacht hätte wie hier. Der war heilfroh, dass der in die Bundespolitik gegangen ist. Der war heilfroh, dass er hier den wüden Mann gespielt hat. Der war heilfroh. Ich gebe Ihnen recht, er war eines der Grundübel in dieser ÖVP, weil er dieser Gruppe angehört hat, wo im Hintergrund der Kurz gestanden ist, der unbedingt diese Regierung zerstören wollte. Für die Zwischenrufer da, sie sind alt und nicht sehr gescheit, also sie werden nicht dabei sein. Das heißt, in Wirklichkeit muss man doch sagen, dass da die Trickserei in Zug gehalten hat. Und das hat sich diese Republik nicht verdient. Aber wir werden mit voller Überzeugung den Misstrauensantrag gegen den Sobotka ablehnen, weil wir glauben daran, dass dieser Sympathler, dieser Sympathieträger, das neue Gesicht der neuen ÖVP sein soll. Damit haben Sie wirklich den Vogel abgeschossen. Die Visitenkarte Kurz wird der Sobotka sein. Und dann gute Nacht für die ÖVP. Sobotka war eines der Grundübel der Regierung. Monatelang hätte der Innenminister alles daran gesetzt, dass sie zerbricht, so Peter Wittmann von der SPÖ.